Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Ich bin's wieder, euer Robert, und es geht weiter mit Black Ops 2. Und los geht's. Die anderen beiden sind wieder am Start, kann man aber nicht hören, weil ich alleine am Start bin halt. Und dann geht's auch schon los. Ich muss natürlich noch Sali stumm machen hier. Und dann passt das schon. Oh, Turbine, Alter. Die besten Maps oder ever hier. Aber naja, was macht man nicht alles für seine Abonnenten? So ist das halt. Und dann gucken wir doch gerade mal, wie das hier läuft. Ich ahne schon wieder Schlimmes, meine Freunde. Aber was willst du machen? Die Pille muss man dann jetzt halt schlucken, sag mal so wie es ist. Wo ist welche Waffe? Welche Waffe? Wir nehmen halt jetzt mal den Dreier-Burst hier. Die SWAT. Mal probieren. Mehr als auf dem Sack kann das sowieso nicht geben. Wie ich das immer zu sagen fliege. Ist ja halt auch so. Geht ja halt auch nicht. Oh, Mensch. Geht ja halt auch nicht mehr als auf dem Sack. Boah, so ein dreckiger Wichser, Alter. Da hat die alle snipen müssen, ne? Die müsste man hängen, müsste man die. Und den Menschen, Alter. Ja, jetzt geht's hier richtig los. Einsatzschild und snipen und. Boah, dieses Game, ne? Fickt mich so ab, Alter. Hat doch nichts mehr mit Spielen zu tun, was die hier machen, ne? Schon bärstig. Ja, oh nee, Freunde. Richtig, du Bastard, Alter. Gucken wir mal, wo die jetzt hier alle wieder am Rumschimmeln sind. Und natürlich sind sie hier am Schimmeln. Sehe aber nichts. Nun kommt mal her hier, ihr Affenkinder. Ah, du dreckiger Bastard, ich habe gerochen, ne? Was ist denn hier los? Abgelenkt eben. Nicht abgeleckt, abgelenkt, Freunde. Ich versuche ja schon mich irgendwie einigermaßen zusammenzureißen, damit ich hier was geschissen kriege. Aber wenn es denn halt nicht funktioniert wie in diesem Fall, dann kloppe ich gleich meinen Pimmel auf den Tisch. Nein, Spaß. Schnell wieder den Faden finden. Nein, denn dreh ich halt ein bisschen durch. Abschuss bestätigt. Kann man das scheiß Einsatzschild nochmal hinstellen? Das ist jetzt eine gute Frage. Da bin ich gerade total noobig. Wollte nie mit dem scheiß Spiel. Auch egal. Oh ne, da steht einer an diesem verfickten Geschütz, ne? Sali macht einen Hampelmann hier neben mir. Fotzen, Alter. Jetzt werdet ihr mal zurückgefickt, Alter, ihr dreckigen Bastardkinder. Ja, diese scheiß Schockladung. Wie ich's hasse, ne? Muss ich euch, glaube ich, nicht erwähnen. Könnt ihr. Ja, ihr kämpft da rum, Alter. Bastard, Alter. Den habe ich nicht gesehen, ne? Wo kämpft ihr denn rum? Auf der Brücke, Alter.
Hä, wo ist denn der? Wo ist er denn? Da ist er, Alter. Ach du Scheiße, hab ich ein dreckiges Aim, Alter. Peinlich, Alter. Richtig räudig. Ja, Freunde. Wie ihr seht, bin ich ein Noob. Wo sind denn diese Bastardkinder? Ja! Er kommt natürlich wieder von hinten mit dem Sniper, ist klar. Er fickt mich so ab manchmal. Ach ja. Ist natürlich alles andere als schön, aber was willst du machen? Wo sind die ganzen Bastardkinder eigentlich? Hä, Alter? Gerollt oder was? Gerollt, Alter. Feind ausgeschaltet. Oh mein Gott, ich ziel immer weiter runter. So kann man den auch nicht töten, Alter. Ein eben wie so ein... Keine Ahnung. Fällt mir gerade gar nichts so ein. Und der Mensch halt. Ja, Türke, Alter. Psst. Da gab ein Döner umsonst, Freunde. Oh, die alle mit ihrem scheiß Geschütz da unten, Alter. Wie noobig muss man denn sein? Und dann trifft er noch nicht mal, Alter. Beim 10. oder 12. Schuss erst. Keine Sicherheit auch nach hinten habe. Jetzt hat hier kurz ein Handy geklingelt. Tut mir leid. Freunde, das war nicht ich. Das war, glaube ich, Sali sein Handy mal wieder. Wie das auch sonst immer ist, wenn irgendwas los ist. Sali sein Handy klingelt. Nicht klingelt, das war ja mehr ein dreckiges Pfeifen, aber... Dirty Pipes, sag ich einfach nur. Oh nee, ne? Nein, Alter. Wieder so ein scheiß Geschütz. Oh, ist das noobig hier, ey. Ja, der Türke. Er knallt mich weg, Alter. Er heißt wirklich Türke. Könnt ihr gerne auch sehen. Darauf achten, meine ich. Der heißt wirklich Türke. Also, ich bin jetzt hier kein Rechts... Extreme, was weiß ich, was für ein Typi, aber der hat sich ja so genannt, ne? Das ist immer so. Boah, er fällt auch nicht um, ne? Kannst vergessen, er fällt nicht um, Alter. Ey, ich hab doch Kugeln drauf gedrückt. Das ist doch unglaublich, Alter. Scheißdreck, Mann. Er geht auch nicht sterben. Ach, fickt euch doch alle, Alter. Die alle mit diesem Geschütz, ey. Kriegt ihr nicht so irgendwie Abschüsse hin, oder was? Was ist das denn, Nubik? Ach, das ist eine Escort-Drohne. Hat sie angehört wie so ein Geschütz, Alter. Fotze, Digga, bringt dir dein scheiß Schild auch nichts, du Bastard, Alter. Dreckiger Wichser, Alter. Bastard, Alter. Das Gekämpfer, Alter, da kriegst du eine Kochonne, Alter. Seht ihr ja nicht, ich hab das gerade wirklich gezeigt, ne? Oh mein Gott, Alter. Kämpfer pur. Wieso bei so einem, bei dem, gab doch früher mal bei McDonalds diese Spielecken mit den Bällen. So campen die. Das ist eigentlich auch gar keinen Sinn, was ich hier gerade quatsch, aber mir scheißegal, Alter. Einfach am Campen, die Fotzen, ne? Mehr ist hier nicht, Krieg so eine Fotzen. Oh, gehen die Leute mir auf den Pisser, ist unglaublich.
Da krieg. Keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Das ist. Beast-Mode-mäßig. M27, die hauen wir uns mal rein. Und natürlich ohne Aufsätze, ist klar. Umbenennen. Wie heißt die Waffe? Ah, ich nenne die einfach Pistole. Pistole. Machen wir die. Scheiße, schaffe ich nicht mehr. Entschuldigung. Hustensaft. Nee, Scherz, ich trinke nochmal einen Schluck. Wenn man. Enter, ja, habe ich vergessen zu ändern, Freunde. Muss ich noch ändern. Ich denke überhaupt für eine. Wakbula! Tri, Alter! Wie viele Minuten? 11 haben wir. Mal auf die Sendezeit achten, Freunde. Oh mein Gott, Alter. Das eben, das war null Erpräz hier, Alter. Also da sage ich auch gar nichts zu, also das war mein Versagen jetzt. Das war total noobig, ja. Gut, ich habe ja hier auch nichts an aufsetzen, aber das sind auch alles wieder Ausreden. Was war das bitte? Was war das? Ja, ja, ist klar, ist klar. Ist richtig. Er grotzt da die Murmel drauf und es passiert nichts. Visiere, das ist ein bisschen eklig. Kommt der nicht so ganz klar drauf, muss ich ja mal ehrlich zugeben. Kommt der nicht so ganz klar drauf. Aber da müssen wir uns dann gewöhnen. Wir können ja jetzt keine Aufsätze herzaubern, das geht nun mal nicht. Glück geschnurrt, aber richtig hart. Ja, den habe ich aber noch mitgenommen. Drohne! Freunde, falls ihr mich hören könnt, irgendwie. Freut mich auf eine Drohne, Alter, auch nicht schlecht. Schon leicht peinlich, ne? Man muss sich halt über das freuen, was man hat, sag ich immer, ne? Ist ja nun mal so. Da hinten campt einer. Wenn ich Glück habe, kriege ich den. Wenn ich Pech habe, killt er mich. Aber das war so, wie ich das gedacht habe. Da ist noch einer am MG. Den holen wir auch weg. Du Wichser. So, dann gucken wir mal, wo wir hier weiterlaufen. Drohne. Da hinten kommt einer. Shit. Das war zu spät reagiert. Passiert ist leider so. 9 zu 4. Geht so. Wird aber garantiert noch negativ. Nee, ich hoffe es natürlich nicht. Aber ich hab's irgendwie im Urin, das Ding. Da hat noch ein Neger wird. Negativ meine ich, Entschuldigung. Klingt immer so, als wenn ich rassistisch bin. Bin ich aber nicht. Warum soll ich auch rassistisch sein? Sind halt alles nur Menschen. Ist halt so. Schwarz, rot, braun oder was weiß ich was. Ist doch scheißegal. Leben und leben lassen, sage ich immer, Freunde. In diesem Sinne. Passt das schon. Er kratzt nicht ab, er schluckt wie sein Vater. Er schluckt auch wie sein Vater. Er schluckt wie seine Mutter.
Oh, wo kommt jetzt hier was? Er schluckt wie seine Mutter. Den hab ich aber. Nee, Vorräte will ich nicht. Nein! Hunterkiller. Drohne noch hinterher gedrückt. Und die werden natürlich alle von hier gespawnt, ist natürlich logisch. Oh nein, fick die. Oh, hab ich ein Glück geschnurrt, Alter, Wahnsinn. Mann, wieso legt er sich denn hin, der Hurensohn? Hätte so eine schöne Runde werden können. Ist jetzt zwar immer noch, aber ich wollte eigentlich ein bisschen Serie starten hier. Scheiße, kotzt mir ja wieder ein bisschen an, leicht im Ansatz. Kann man natürlich wieder nichts machen, da oben war einer, kriegt den. Ne, kriegt nicht. Schade eigentlich. Aber kann man wieder nichts machen, ne? Ist halt so. Ich laufe ja einfach blind irgendwo hoch. Auch geil. Wenn irgendwo einer gestanden hätte, hätte er mich weggeholt. Boah, Alter, fuck it, Alter. Nein, das Nachladen. Ich brauche hier Doppelmagazine. Scheiße. Leicht nervig. Mist, Alter. Das ist wieder ein bisschen scheiße. Wo haben wir? Der geht garantiert wieder da ran. Hier geht er nicht, okay. Oh, total verrissen, ne? Eben viel. Eben viel war das. Menschliches Versagen, sage ich immer. Eben viel ist immer unnötig, ne? Aber passiert halt jeden Mal. Sind ja alle nur Menschen, ne? Ist ja natürlich logisch. Finde hier auch gerade keine Gegner mehr. Das ist auch schon wieder merkwürdig. Ja, gut. Haben wir mal eine richtig gute Runde? Na, nicht richtig gute Runde, aber für meine Road to Commander Session ist das eine gute Runde. Eine 19-7 habe ich hier, glaube ich, noch nie gehabt. Aber nun gut. Ist eine Plusrunde und was soll man meckern, wenn man eine Plusrunde hat? Hat man halt eine Plusrunde, ne? Und dann würde ich auch sagen, wir sind schon wieder an der Zeit, dass wir uns verabschieden müssen. Und es geht dann weiter. Und Sali, du hast eine SMS gekriegt. Und ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge, Freunde, und lasst es euch gut gehen. Tschüss.